Vor langer, langer Zeit, auf Japanisch Mukashi Mukashi, hätte mal in einem Sumpf an einem aufstrebenden Stängel von einer zarten Lotusblüte auf ihrem gelben Stempel eine munzig kleine Tochter von einer Glühwurmmutter gelebt. Sie war allein und dabei gar nicht einsam. Sie hat sich gedacht, irgendwann werde ich gross sein und strahlen. Dann werde ich viel Gesellschaft haben und es wird mir gut gehen. Ja, und so ist es dann auch gekommen. Eines Nachts ist aus dieser Lotusblüte raus ein Strahlen in die Nacht. Und wo der Vollmond das Strahlen gesehen hat, da hat er nichts mehr anders gewusst, wie sich hinter einer Wolke zu verstecken. Das Strahlen haben aber auch noch andere Viechli gesehen und die wollten schauen, was denn da los ist. Da war ein Brummen, ein Summen und ein Zirpen um die Lotusblüten herum, das könnt ihr euch gar nicht vorstellen. Wo die Viechli da waren, ist es nicht lang gegangen und sie haben verstanden, um was es da geht. Zuerst ist die flinke Mucke in die Lotusblüten und hat versucht, um die Glühwurmdame zu freien. Ja, abgewiesen ist sie worden. Auch die Motte hat ihr Glück versucht, weil die Glühwurmdame hat auch ihr sehr gefallen. Aber auch da ist nichts geworden daraus. Und so haben es auch ganz viele andere versucht und sogar der wunderschön zeichnete Nachtfalter hat die kalte Schulter von dieser Glühwurmdame zu spüren bekommen. Irgendwann ist es dann dieser Glühwurmdame zu bunt worden und das Einzige, was sie noch gewusst hat, ist in die Nacht rauszurufen: Lasst mich in Ruhe! Es soll nur der mich freien können, der genau so strahlt wie ich. Wo die Viechli das gehört haben, da sind sie im Flug erstarrt und eins nach dem anderen ist losgeflogen, um das schönste, hellste und klarste Licht zu finden, um das Glück mit dieser Glühwurmdame zu teilen. Ja, aber was ist denn da passiert, wenn da so ein Viechli zu einer Kerze, zu einer Lampe oder zu einem Lampion geflogen ist? Ja, da ist nicht mal nur ein Bein verbrennt oder ein Flügel oder ein Fühler. Zu Hunderten, zu Tausenden, ja zu Millionen sind die Viechli an diesen Flammen kärglich zugrunde gegangen. Die Glühwurmdame, die hat jetzt aber ihre Ruhe gehabt. Und irgendwann sieht sie ganz weit weg ein kleines, feines Schimmern und das ist immer heller geworden. Wo das näher kommt, da erkennt sie, das ist ein Glühwurmmann. Und der hat genau so gestrahlt wie sie. Wo die beiden sich entdeckt haben, ja, da ist es um sie geschehen gewesen. Sie haben sich ineinander verliebt und haben gleich darauf beschlossen, zu heiraten. Ja, und was ist denn jetzt mit den anderen Insekten bis heute? Da könnt ihr euch vorstellen, auch heute noch fliegen die umeinander und suchen an jedem Licht ein helles und das schönste und das klarste, um dieser Glühwurmdame noch gefallen können. Wenn ihr im nächsten Sommer, so Juni ist denn das, einmal wieder hier in Waldfriedhof gehen, die Glühwürmli anschauen, die hier so zahlreich umeinander fliegen. Ja, dann denkt daran, wenn ihr mal so ein Viechli seht, wieder irgendwo an einem Kerzchen verbrennen,
Das ist alles nur, weil die Glühwurmdame dortmal das in die Nacht rausgerufen hat. Thank you.